Heute geht's hoch hinaus. Elektrischer Luxusschlitten gegen Elektroflugzeug. Wer kommt schnittiger durch die Luft? Wenn euch E-Mobilität am Boden und in der Luft gefällt, dann lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Gary, uns interessiert immer wiederum beim Elektroauto, wie effizient kann man mit so einem Auto fahren? Ja, wir schauen uns immer wieder Faktoren an, die das Thema Effizienz und damit Reichweite der Fahrzeuge beeinflussen. Und da ist eines der wesentlichen Themen das große Kapitel der Aerodynamik und das werden wir uns heute einmal anschauen. Dazu haben wir unseren Mercedes EQE organisiert, der im Thema Aerodynamik sehr viele ganz interessante Features hat und die wollen wir heute einmal testen. Der EQE 350 von Mercedes hat 292 PS und eine Reichweite von 623 km. Der Hinterradantrieb beschleunigt das Auto in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 bei einem maximalen Drehmoment von 565 Newtonmeter. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 210 km/h, der WLTP-Verbrauch bei 16,5 kWh auf 100 km. Vor ihrem Trip laden Harry und Gary den Luxusschlitten von Papa Salzburg noch beim Hypercharger in Eugendorf fertig auf. Die Reise geht diesmal immerhin etwas weiter. Unsere beiden E-Profis fahren heute über 250 Kilometer. Es geht auf nach Linz. Denn dort wollen sie mit einem vollelektrischen Segelflieger hoch hinauf. Dazu kommen wir aber später. Was sind denn Faktoren, die also jetzt also die Effizienz von einem Elektroauto oder überhaupt von einem Fahrzeug also beeinflussen? Das ist natürlich einmal die Größe des Fahrzeugs und damit das Gewicht des Fahrzeugs. Das ist natürlich das ganze Thema Effizienz des gesamten Antriebsstrangs, das große Kapitel des Rollwiderstandes, also Widerstand quasi als Summe von Rollwiderstand und Luftwiderstand. Und damit natürlich auch das Thema Luftwiderstand, das wir uns heute ein bisschen anschauen wollen. Und natürlich hat das auch die Fahrweise einen Einfluss, oder? Klar. Ebenfalls einen Einfluss auf den Verbrauch hat die Luftfederung im EQE. Wenn man jetzt wirklich schneller auf der Autobahn fährt, so wie du jetzt also 130 Tempomat eingestellt hast, was tut dann die Luftfederung konkret? Dann wird die Luftfederung, das geht in der Regel über automatische Regelprogramme, ab einer gewissen Geschwindigkeit automatisch abgesenkt auf das tiefstmögliche Niveau. Und damit verringern wir den Gesamtluftwiderstand des Fahrzeugs. Also setzt sie tiefer, wie man das aus der Formel 1 kennt. Man möchte also einen geringen Abstand zur Oberfläche haben. Das tut in Summe dem Luftwiderstand gut. Genau. Nach etwas über einer Stunde kommen Harry und Gary in Linz am Segelflugplatz an. Hier treffen sie Rudi Schlesinger. Rudi ist Berufspilot und Segelflieger aus Leidenschaft. Rudi, wir sind heute also unterwegs in einer Fact-Finding-Mission Aerodynamik. Ja. Da ist alles, was also Widerstand produziert, ist nicht gefragt. Wir bewegen uns ja in der Luft, im dreidimensionalen Raum, wie ein Papierflieger. Ja? Ohne Motor. Wir gleiten also zu Boden sinkend und müssen dann irgendwo wieder einen Aufwind finden. Und je besser der Segelflieger aerodynamisch beieinander ist, desto weiter kann er gleiten und dadurch hat man mehr Möglichkeiten, dass man wieder einen Aufwind findet, wo man sich dann kreisend, hinaufschraubend wieder an Höhe gewinnen kann. Rudi fliegt dabei in der Regel einen ganz besonderen Segelflieger. Die neueste Generation an Segelflugzeugen, die können schon selber starten und die ganz neueste Generation macht es sogar auf dem elektrischen Weg. Und das ist das, was wir uns heute anschauen. Geil. Als erstes heißt es auspacken. Gemeinsam schieben die Jungs die Flieger hin und her, bis der richtige Segelflieger heraus entsteht. Jetzt fehlen nur noch die Akkus. Wir gehen also jetzt also wohin? Genau, wir gehen jetzt zu uns in die Werkstatt, weil wir haben eigene Akkupacks und die haben wir immer im Warmen. Damit können die Batterien bestmöglich genutzt werden. Mein Rudi, das sind ja liebe kleine Batterien. Ja, mehr ist nicht. Mehr braucht es auch gar nicht. Ja, es interessiert natürlich, da wissen wir ungefähr, wie viel Energie heute in dem Auto drinnen ist. Wie viel haben wir denn da Energie heute drin? Da haben wir ungefähr 4,2 Kilowattstunden. Okay. Also das entspricht nicht einmal einem halben Liter Benzin. Nicht einmal einem halben Liter Benzin. In dem Auto sind es mehr als 20 Mal. Mit dem fahren wir 500 Kilometer. Ja. Was hat denn das also jetzt für dich also für Leistung? Ja, mit den Akkus kann der Segelflieger eine Stunde lang im Horizontalflug fliegen. Okay. Ja? Und wenn man jetzt sagt, okay, ein bisschen was braucht man, dass man selber startet, dann bleiben immer nur, je nachdem wie hoch man dann den Motor abschaltet, immer nur eine Dreiviertelstunde an horizontaler Flugzeit über. Aber rekuperieren können wir nicht. Nein, die Frage kriege ich oft gestellt. Prinzipiell ginge es natürlich, ja, so wie bei jedem elektrischen System. Bei den Segelflieger ist es halt so, wenn du einmal den Motor einschaust, das ist halt. Ja, dann ist halt der Segelflug vorbei. Also da spießt er sich an
Na gut, jetzt aber auf, denn die Wolken über Linz werden immer dichter. Naja, die wiegen schon was. Ja, das ist ja der Grund, warum wir da mit dem Auto sind. Das ist das Schwerste eigentlich am ganzen Flieger. Also auch so eine Batterie hat ungefähr 15,5 Kilo. Okay. Das heißt gemeinsam dann 31 Kilo. Ja. Der Motor hat nur mal so 6 bis 7 Kilo im Motor. Und das ist das Schwerste eigentlich am Flieger. Da hinten haben wir das Batteriefach. Die Batterien sind eingebaut, der Himmel wird immer dunkler, aber der Flieger ist startklar. Jetzt muss er nur noch auf die Startbahn. Doch plötzlich gibt es ein Problem. So, wir ziehen also jetzt den Flieger zur Startstelle hinaus. Spannende Frage unserer Zuschauer wahrscheinlich, warum macht man das? Du hast ja einen Motor. Ja, Gerrit, das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt in der E-Mobilität der Fliegerei. Kapazität und Energie sparen. Ja. Und darum, wenn wir jetzt schon so ein tolles E-Auto da haben, nutzen wir die Möglichkeit und dann die Energie zum Rollen, zum Start einfach sparen und ziehen dadurch den Flieger mit dem Auto raus. An das Flieger rausziehen haben wir natürlich nicht gedacht, das hat das Auto keine Anhängekupplung. Nachdem wir in der Segelfliegerei aber improvisieren gewohnt sind, haben wir uns mit dem Abschlepphaken geholfen und das geht sicher genauso gut. Und wir sind nicht auf öffentlichen Straßen, also dürfen wir das. Während Gerry und Rudi den elektrischen Segelflieger auf die Startbahn ziehen, beginnt es immer stärker zu regnen. Schließlich ist es zu viel Regen für einen sicheren Start. Sie müssen abbrechen. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem, das Segelflieger oft haben. Man möchte fliegen und genau dann ist das Wetter schlecht. Das ist uns jetzt auch passiert. Wir waren gerade am Start draußen, wollten starten und in dem Augenblick hat es zum Regnen angefangen. Und jetzt haben wir das Ganze abgebrochen, sind mittlerweile wieder im Hangar. Und sind aber gleich beim Thema, das eh ganz spannend ist, Rudi. Warum funktioniert denn das beim Starten mit Regen nicht so gut? Regen? Man sieht es da recht schön an der Flügeloberfläche, stört die Aerodynamik. Das heißt, die Aerodynamik ist schlechter, der Widerstand ist mehr, der Auftrieb ist weniger, also super schlecht. Ja. Und das Zweite ist, man hat mehr Gewicht. Mehr Gewicht braucht man an und für sich in der Regel auch nicht. Und darum ist es so eine Sache. Jetzt werden wir also schauen, dass wir unseren Flügel wieder in eine aerodynamisch perfekte Form bringen. Und da sind wir jetzt beim Thema, das in der Segelfliegerei recht wichtig ist. Wir brauchen für alle möglichen Tätigkeiten Helfer und Helferlein. Da brauchen wir technische Helferlein, das ist dieser Scheibenwischer, den wir jetzt nutzen. Und jetzt brauchen wir einen ganz prominenten Helfer, der perfekt weiß, wie man so einen Flügel wieder sauber bringt. Das ist der Peter, den wir damit begrüßen dürfen. Den kennen ja vielleicht viele von einer der letzten Sendungen mit seinem Q4. Und er hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, diesen Flügel wieder trocken zu bringen. Bitte schön. Danke. Es geht doch nichts über gutes Teamwork. Gut, dass wir das beim E-Auto nicht jedes Mal bei Regen machen müssen. Normalerweise startet Rudi bei Sonnenschein und guter Thermik mit seinem Elektrosegelflieger auf der Graspiste in Linz ohne Probleme. Je nach Thermik schaltet er in der Luft den elektrischen Motor ab und genießt über mehrere Stunden den Gleitflug. Heute geht es wegen dem starken Regen leider nicht in die Luft, aber Harry möchte den Elektromotor unbedingt in Action sehen. Wir sind total gespannt. Kann man das also auch hier am Boden zeigen? Rudi, was müsste man denn dann tun? Wir können das ausprobieren, ja. Ihr müsst mich nur halten, weil sonst hole ich mich da in das schöne Auto. Ja. Aber wir können gern einmal einen Standlauf machen. Da musst du einsetzen. Ich setze mich rein. Ich helfe dir. Ja. Ja, also wichtig ist einmal, dass die Haube verriegelt ist, weil sonst wird der Motor gar nicht losstarten. Jetzt schauen wir, dass da keiner rund um den Propeller ist, also der Propellerkreis frei ist. Geht's, Harry? So, Vorsicht! So, dann schalten wir den Motor mal ein. Also das Pilot ist wirklich super, nur einschalten und ausschalten. Besonders schön erkennt man in dieser Ansicht auch die perfekte Aerodynamik des Segelfliegers. Eine Annäherung an die Tropfenform. Wir haben vorne eine Rundung, wir werden dann etwas dicker, damit der Pilot also auch Platz hat von der Höhe und von der Seite her. Wir werden hinten wieder dünner und das gibt also einen ganz niedrigen CW-Wert. CW-Wert ist ein ganz oft kommunizierter Wert, der so ein bisschen
zeigt, wie die aerodynamische Gesamtqualität eines Fahrzeugs ist. Und wenn wir uns das Auto da anschauen, dann sieht man, dass das in Wirklichkeit eigentlich genau gleich von der Idee ist, wie du jetzt gerade gesagt hast. Das heißt, man versucht das auch beim Fahrzeug, diese Tropfenform hinzukriegen. Und das haben wir jetzt bei der Luftfederung. Ja, und den Vorteil der Luftfederung unter dem Aspekt der Aerodynamik. Wenn ich mit so einem Auto jetzt bei höheren Geschwindigkeiten unterwegs bin, dann senkt sich das ab. Und dann wird die Luftauftrittsfläche durch das ganz einfach kleiner, weil er niedriger ist. Und damit wird der Gesamtwiderstand kleiner. Jetzt haben wir die Vorderseite angeschaut. Welche aerodynamischen Details haben Sie denn die Fahrzeughersteller also noch einfallen lassen, dass man den Gesamtluftwiderstand und die umströmte Fläche klein hält? Ja, da ist, wenn man sich das Auto anschaut, natürlich einer der ganz sensiblen Bereiche, das Thema Außenspiegel. Also wenn man sehen kann, so Außenspiegel ist aerodynamisch natürlich eher komplett in die verkehrte Richtung, aber wir brauchen Außenspiegel. Woran kann man das erkennen? Im Innenraum an der Lautstärke. Wenn ein Außenspiegel aerodynamisch nicht optimal gebaut ist, dann hört man einfach die Windgeräusche. Manche machen dann Doppelverglasung vorne, dass man das halt nicht so hört. Neben den Außenspiegeln haben auch das Design der Radhäuser und die Reifen große Auswirkungen auf die Aerodynamik. Aerodynamik im Radhaus, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, unter anderem natürlich auch von der Form und der Größe der Räder. Da haben wir das Thema ja sehr oft, große Räder machen schöne Autos. Und breite Räder genauso. Genau, und das ist für den Luftwiderstand natürlich alles nicht so wirklich optimal. Und für den Rollwiderstand auch nicht, Für den Rollwiderstand natürlich auch nicht, okay. Ja. Auch an der Rückseite finden Gary und Harry wieder die Tropfenform mit gezielter Luftlenkung. Vor allem hinten am kleinen Heckspoiler. Viele glauben immer, dass dieser Heckspoiler oder diese Andeutung von Heckspoiler dafür sorgt, dass er bei hohen Geschwindigkeiten mehr Abtrieb hat. Das kommt irgendwann einmal, aber für einen Normalverbraucher uninteressant in Wirklichkeit. Bei diesen Abrisskanten geht es darum, dass man die Strömung ganz gezielt abpressen lässt. Das heißt, die läuft so weit wie möglich gleichmäßig drüber, wie beim Segelflieger. Ja. Und dann wird es irgendwann einmal abpressen und das versucht man gezielt durch diese Kante hervorzurufen, weil ich dann die Strömung unter Kontrolle habe und das nicht irgendwie verwirbelt. Und in Summe macht es weniger Widerstand. Und in Summe macht es signifikant weniger Widerstand. Der Luftwiderstand eines Fahrzeugs ergibt sich also aus der Dichte der Luft, dem Design vom Fahrzeug und der Geschwindigkeit. Mit diesem Faktor hat sich Peter in den vergangenen Monaten ausführlich beschäftigt und mit seinem vollelektrischen Audi Q4 Tests gemacht. Peter, du hast also mit deinem Q4 selber jetzt ein Aerodynamik-Experiment gemacht. Was hast denn du getestet? Ja, ich wollte einfach einmal wissen, wie groß ist der Unterschied, wenn ich 100 km/h in die Arbeit fahre und 130 km/h in die Arbeit fahre. Ja. Gleiche Strecke, hin und zurück, wenig Höhenunterschied. Mit 100 km/h lag ich dann bei 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und bei 130 km/h bei 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Also das sind ungefähre Werte. Das heißt, wir reden von 33% mehr Verbrauch. Also ein Drittel mehr? Genau. Auch wenn die Werte nicht wissenschaftlich ermittelt sind, zeigen sie doch eines klar. Im Verbrauch gibt es wesentliche Unterschiede bei höheren Geschwindigkeiten. Wir haben heute also gelernt. Je mehr ein Auto mit glatten Oberflächen der Tropfenform ähnelt, desto weniger Luftwiderstand hat es und umso effizienter kann es fahren. Und Elektromobilität hat auch in der Luftfahrt bereits Einzug gehalten und ist für viele Piloten auch hier nicht mehr wegzudenken.